Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Andi von Collect & Trade hier. Und ich möchte euch heute, nachdem wir letztes Mal hier von Legends of Will, Journey of the Abyss, Into the Abyss, nicht auf die, geöffnet haben, das ganze Display, 10 Packs, ja, möchte ich heute zumindest mal die Hälfte von diesem Display mit euch öffnen. Forgotten Tribes, ja, Legends of Will, neues Opening. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. 36 Booster Packs da drin, ab 13 Jahren. Ne, bin gespannt, was da drin sein wird. Wird diesmal ein Boxtopper drin sein oder nicht? Legend of Will is a strategy-based trading game. Genau, ihr könnt das spielen. Activate and expand your bases. Gain resources und so weiter und so fort. Von unten sieht es so aus. Sehr, sehr nice. Wir machen es auf und gucken, was hier drin sein wird. Angeboten, um etwas reinzugehen in das Display. Ja. Alle Links, die ihr zu Legends of Will braucht, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Guckt gerne mal durch die ganzen Links durch, folgt mir auch auf Instagram und YouTube und schaut in meinem Shop mal vorbei. Vielleicht werde ich dort auch Legends of Will in Zukunft anbieten. Wer weiß das schon so genau, ne? Ich will nichts versprechen, aber ich will auch nichts verneinen. So, was haben wir hier? Stellen wir das mal vernünftig hin hier. So, wie es im Laden stehen würde, ne? So. Aber ist immer noch ein bisschen zu groß, würde ich behaupten. Für meinen Geschmack zumindest. Deswegen will ich das mal etwas nach hinten schieben. Und dann gucken wir mal hier. Haben wir einen Boxstopper eingepackt in einem Booster Pack. Auch cool, die Idee eigentlich, ne? Legends of Will is a strategy. Okay, da steht immer das gleiche drauf. Wir machen das auf. Wir machen das auf mit der Schere. Mit dem Scissor schneiden wir hier einmal längs. Und gucken, was haben wir für einen Boxstopper. Let's go. Und zwar, es ist ein Omnipresence. Rare Boxstopper. Und wie ihr seht, hat er auch, wie soll ich sagen, so eine Musterung auf der Karte. Ja, so verschiedene Ebenen. Manche sind glatt, manche sind etwas rauer. Finde ich nice. Ist nice, sowas auf Karten immer zu sehen. Ja, nice. Das ist unser Boxstopper. Stellen wir mal hier hinten hin. Kann man bestimmt auch was Besseres ziehen, aber wir nehmen das, was wir kriegen können, würde ich behaupten. So, und jetzt haben wir hier ein paar Booster drin. Ja. Booster Artworks gucken wir uns mal an. Haben wir da noch was anderes bei? Ja, haben wir noch. Hier, das hier. Das hier. Und das vier Stück. Ja, sieht so aus, als ob das vier Stück wären. Vier unterschiedliche. Ja, okay. Vier unterschiedliche. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Booster rein. Pro Booster haben wir. Steht hier drauf, wie viele Karten wir pro Booster haben. Nope. Ah doch, da. Wir rechnen, dass wir direkt mit einer Legendary hier rein starten. Eine Rare. Okay. Oh, und auch schon die erste Holo. Nice. Eine Common Holo. Greed. Greed? Lol. Gibt es hier die Seven Sins? Das wäre cool. Okay. So, die besten Karten kommen also zu Beginn hier in diesen Boostern. Wenn ich das hier jetzt richtig verstehe. Ah ja, okay, da müssen wir also einen Kartentrick machen. Müssen wir die ersten drei Karten nach hinten schieben, sonst haben wir immer nachträglich den ganzen, ich sag mal, Bulk. Ja? Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja am Ende die Überraschung haben. Deswegen, ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, gucken wir mal. Nächstes Booster. Ja, hattet ihr schon Kontakt mit diesem Kartenspiel? Lasst es mich gerne wissen. Verdammt, ich muss den Kartentrick ja machen. So. Okay. Crystal Skull. Sieht auch gut aus. Dragana, Crush of the Frail, Gorok. Gibt's. Ich muss mal auf die Namen achten, weil es kann tatsächlich sein, dass es hier sozusagen auch die Seven Sins gibt, ne? Nice. Next. Uncommon Holo. Ja, können wir aber am Ende theoretisch auch noch durchgucken. Die Hälfte hier aufzumachen in diesem Video, sonst wird es glaube ich auch zu lang. Aber wir gucken uns auf jeden Fall mal die Artworks an. Wenn uns was besonders ins Auge fällt, bleiben wir stehen. Wie bei dieser wunderschönen Schildkröte hier. Ist die süß. Nice. Und auch in diesem Video hier könnt ihr natürlich wieder Karten gewinnen. Ich werde euch einfach irgendwas random zusammenstellen. Ein paar Holos, paar Rares, paar so und so. Ja, dass ihr am Ende mal was Cooles bekommt. Dafür schreibt einfach Hashtag Legends of Will und
einen Kommentar eurer Wahl in die Kommentar-Section rein. Und ich werde random irgendjemanden aussuchen nach einer Woche, nachdem das Video hier rausgekommen ist, werde ich dann den Kommentar kontaktieren. Ja, müssen wir irgendwie über eine andere Plattform in Kontakt miteinander treten, sodass wir Adressen aus, dass ich eure Adresse kriege, damit ich euch das dann auch zuschicken kann, ja. Aber so viel dann, wenn ihr von mir angeschrieben werdet, werdet ihr es ja wohl merken. Legendary, nice. Zephyros, Legendary Unit Demon. Sieht doch böse aus, oder? Was würdet ihr sagen? Nice. Und eine Holo Abduction. Ja, wieder eine schöne Holo-Foil auf jeden Fall. Ist, glaube ich, bei allen die gleiche, es sei denn, wir ziehen eine Ultra Rare hier raus, also eine Secret Rare. Eine SRS, wie auch immer. Was wir natürlich hoffentlich, was hoffentlich passieren wird, damit wir mal richtig, richtig Nices sehen können von diesem Kartenspiel. Sword of Bane, Magical Remedy, Alec Fury, okay, ein UFO. Mhm. Okay. Der macht eine Falle. Unity Beacons. First Rare. Sirens of the Lake. Second Rare. And Wandering Piper. Wandering Piper. Cool. Ich glaube, ich lege die auch mal ein bisschen nach oben, die Holos. Einfach nur, damit die nicht unter meiner Hand die ganze Zeit liegen. Das möchte ich nämlich nicht. Und falls ich mich ein bisschen krank anhöre, ja, ich bin immer noch so ein bisschen erkältet. Ich tue mein Bestes, dass das verschwindet. Ich nehme Medikamente. Ach, was will man machen, ne? Man kennt's. Gerade nach der Winterzeit immer mal wieder. Ui, die ist cool. Sieht gut aus. Barkfly? Ui. Was heißt ein Barkfly? Cuff Serpent. Und die erste Rare. Top of Shadows. Die in Holo würde bestimmt auch nice aussehen. Noch eine. Und Grumbling Pillar. Nice. Wir haben ja noch ein paar Packs vor uns, also nicht traurig sein, dass wir noch nichts richtig Awesomes gezogen haben hier. Ich weiß gar nicht, wie die Ratio so ist. Ob man in jedem Display eine Secret Rare zieht oder drei oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Oder ob man auch komplett leer ausgehen kann. Das werden wir hier heute alles zusammen gemeinsam erfahren. Ja? Wir sind da alle, vielleicht habt ihr auch mehr Erfahrung als ich, aber wenn nicht, dann sind wir alle auf demselben Level, was das angeht. Und Wild Boar, ein Wildschweinchen hier, in Holo. So, aber wie immer, Booster öffnen macht Spaß, es bringt Freude ins Leben. Ja. Deswegen, hin und wieder muss das mal sein, Arctic Wolf. Noch ein, selbe Karte, same card, twice, okay. Eclipses, Second Chance. Der Kollege schon wieder. Die Rare, ein Vulkan und Beacon wieder. Aber eine andere. Sarkandra. Sarkandra. He's a snake. Sarkandra. Genau. So. Und vielleicht werdet ihr hiervon auch Ausschnitte auf Instagram sehen später. Wer weiß das schon so genau. Könnt ihr auf jeden Fall dort auch gerne folgen. Ja. Der sah cool aus. Der hat was. Ein schönes Schwert haben wir hier noch. Auch nice. Und hier haben wir, wie gesagt, im Vergleich mit dem anderen Video, haben wir ein anderes Set-Symbol auf der Karte. Ja, Diamond Pillar. Cool. Stone Throw. Ich frage mich, ob die... Ja, also sehr viele Karten sind von Sam David, ja. Dann haben wir Ward Silverman hier als Illustrator. Was? Bagu Baxi. Und der hier hat das hier gemalt. Sudden Storm. Ist eine Rare. Elimination. Auch so eine Rare. Und Wasteland Parasite. Wasteland Parasite. Ich weiß nicht, welche spielstark sind. Wir haben jetzt nur zwei Legendaries gezogen. Das war in den ersten Boostern, ne? Also interessant. Interessant, interessant. Drei nach hinten. Root Barrier. Oh, die ist cool. Katze. I like cats. Ich mag Katzen. Awesome. Awesome, awesome. Okay. Spirit of the North, wieder ein Fuchs. Oder was auch immer. Lighthorn Corny. Savage Guide. Wieder eine Snake. Oh, Angel of Unity. Nice Card. Guckt euch die mal an. Die hat was. Ich finde, wenn die so viele Flügel haben, dann das macht schon immer direkt mal was her. Ne? Stark ist er auch noch. 9, 7.
Nice. Dritte Legendary hier. Die in Holo würde ich gerne mal. Ich würde gerne mal eine Legendary in Holo haben. Haben die ein anderes Holo-Pattern oder nicht? Das ist einfach sehr, sehr viele ankamen Holos hier bisher. Aber ja, wie gesagt, pro Booster haben wir ja die Chance auf eine weitere. Und das sind ja insgesamt noch ein paar ordentliche Chancen auf was Besseres als ein ankamen Holo. Deswegen nicht verzweifeln oder verzagen. Einfach mal weitermachen und Andi fragen. Walzavu! Ein Unterwasserwesen, glaube ich. Sieht ein bisschen so aus. Was ist das denn? Rush the Abomination. Alles klar. Stark. Oh, ein Dino hier als Rare. Methanos the Wise als Rare. Und Eruption, okay. Ein bisschen Feuer hier. Oh, seht ihr das? Seht ihr das auf der Karte? Hier unten? Hier so? Wenn man den Holo-Effekt sieht, sieht man das, glaube ich. Da zieht sich so ein Streifen durch. Ist das ein Error oder ist das gewollt so? Hier so hoch. Gehen wir durch den Holo durch. Hm. Wer weiß, ob das so gewollt ist oder ob das ein Error ist. Oh, nur der Creator himself könnte das wahrscheinlich beantworten. Den habe ich aber allerdings gerade nicht hier bei mir in der Bude. Also können wir da wieder nur vermuten. Raksha Defender. Dann haben wir Pyramide of the Sun. Sie wieder. Kennen wir. Kennen wir auch. Kennen wir auch. Und erst Rare Serpent Monument. Upgrade Card. Whenever a unit you control deals damage to a unit with a poison counter on it, it deals twice that much damage instead. Hm. Not bad. Oh, another cat. Nice. Nasha. Edifi. Habe ich das richtig gesagt? Keine Ahnung. Katze. Meine. Hast du einen Dueler? Kommen. Ich will eine Legendary haben. Oder eine Secret. Holo. Come on. Lass uns noch was richtig, richtig Cooles ziehen heute. Oh, ein Hund. Dogs you control gain plus one power. Cool. Skull, Skull, Mysterious. Psst, jetzt! Ruhig! Mein Gott, Discord. Erste Rare. Anodera Outskirts. Und Lost Empire, nice. Light Barrier. Es ist die Holo hier in diesem Pack. Ein paar Booster haben wir noch. Aber nur noch ein paar. Aber die lassen sich, wie gesagt, sehr gut öffnen. Das ist wirklich gut. Das ist also nicht jedes Mal ein Krampf und ich muss auch nicht die Schere benutzen. Wardrums Taser Cold Blooded. Oh, die sieht böse aus. Guckt euch das Gesicht an. Ich glaube, die hat Freude am Töten. Böse, böse. Ja, aber wie gesagt, es handelt sich hier nur um Karten und Fantasie. Genauso Library. Erste Rare. Oh, Korallenriff hier. Nice, cool. Eine Rare. Und Second Chance. Pay one return card from your graveyard to your hand. Nice. Play this card face down for two and attach it to the base you control. Mhm. Aha, aha. So, how much? Wie viele Booster haben wir noch? Für heute. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 Stück noch. Machen wir. Machen wir. Und dann schnüren wir euch mal ein geiles Paket. Schnüre ich euch danach noch ein geiles Paketchen, was ihr gewinnen könnt. Warte mal. Warum ist da eine 6? Why is it 6 here? Ist das auf jeder Holo? Nee. Oh, was ist das? Was ist das? We take the Razor. Selina? Fiend? A dog? Mhm. Mhm. Healing Century? Oh, a Legendary. Exosia the Exhaled. Exalted. Sorry. Und jetzt kommen wir zur Holo. Was haben wir hier? What is it? Anotera. Okay. Oh, it's a Legendary. It's a Legendary. Nice. It's a Legendary. Haben Legendaries immer eine Nummer auf der Rückseite? Wow.
Aber selber Holo-Effekt, ne? Selber Foil-Effekt. Aber es ist eine Legendary. Nice. Das ist sehr cool. Two Legendaries waren in diesem einen Booster. Zwei Stück. Oh Mann. Okay. Weiter geht's. Ein paar Packs haben wir noch. Vielleicht ziehen wir noch was Cooles. Scorpions. Flute. Mantaray. Skating Gardens. Sehr schöne Karte. Thalamus Hall. And Woodland Barrier. Eine Woodland Barrier. Die letzten drei. Let's go. Das sind 3 Packs. Ey, gib her. Let me open this pack. Hurlic Fury. Kraken. The Sword. Schwert. Disturbed Phantom. Okay. Sehr dunkle Karte, aber sieht cool aus. Und den Übergang gar nicht so sieht zum Rand. Naro. Hellfiend. And first Rare Arid Ingress. Second Mons Impasse. Und Spirit of the North in Holo. Nice. Und okay. 2 Stück noch. Ich wollte schon sagen, Last Pack Magic, but wir haben noch 2. Okay. Raksha, Baro, Snapping Cayman, Suspended, Serpent Sect, Seriac, Dinosaur, Dinosaurier. Was ist das denn? Vardessa, Unleashed. Legendary, nice. Und Uncharted Cliff als Rare und noch als Holo haben wir hier Makeshift Fortification. Letztes Pack. Daumen drücken nochmal für dieses Video, damit wir die Hälfte des Displays leergeräumt. Ja. Unfortunate Demi. Oh, brutal. Another Cat for me. Akar. Hallo Akar. Second Chance. Ik Nguro. Thought Courier. Okay. Ich glaube, wir haben was Besonderes hier hinten als Holo. Hello Horn. Rare. Xiphos Respondent. And Legendary. Wow, was ist das? Legendary. Secret Rare. 270 von 255? Lol. Wow. Krass. Guckt euch die Karte an. Ist das ein geiler Abschluss? Als wäre es geplant, hä? Im letzten Pack der linken Seite ist einfach Angel of Redemption drin. Strong. Secret Rare. No number on the back. But nice ending. Very nice. I love it. Ja, ich muss die jetzt noch einpacken, ne? Eins liegen. Und dann mache ich euch ein geiles Geschenkpäckchen hier heraus fertig. Also, das ist die erste Full Art. Ich glaube, es ist eine Full Art. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir die andere Hälfte auspacken. Und schaut, wie gesagt, in die Videobeschreibung rein. Wie findet ihr die Karten allgemein so? Wie findet ihr die Artworks? Das ist der absolute Hammer hier. Unterscheidet sich auch total von allen anderen Artworks. Wenn ihr euch zum Beispiel die mal anguckt, im Vergleich zu dieser Karte, holy shit, sind das Unterschiede. Aber gut, ja, ich habe meine 3 Katzen, ihr kriegt auch noch was Besonderes. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Instagram, Discord, alles abchecken.